Leute, guten Morgen. Alter, ich fasse es gerade gar nicht. Wir sind gerade aufgestanden und Vanessa und ich haben uns für so einen Wettbewerb beworben online. Ich bin gerade ein bisschen auf jeden Fall und werden da einfach für nominiert, Alter. Morgen, Leute. Heute ist Freitag, der 16. November. Vanessa und ich fahren heute nach Brisbane rein und wir haben heute einen Termin mit einem Autointeressenten, der das Auto gerne kaufen würde. Heißt Daumen drücken, Leute. Durch Brisbane gefahren und sind jetzt hier bei den Condylar Falls angekommen. Wir haben noch einen Zwischenstecher gemacht bei den Glasshouse Mountains. Habt ihr schon bestimmt die Drohnenaufnahmen dazu gesehen. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Er möchte gerne unser Auto kaufen. Er kommt auch aus Deutschland. Wir brauchen es aber noch für eine Woche, weil wir noch verschiedene Touren machen. Und er macht eine Anzahlung. Also hoffentlich, toi, 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 geht da alles glatt, dass wir dann unseren guten Boss und einen guten Preis noch wegbekommen. Und jetzt sind wir gerade bei den Condylar Falls. Da kann man schön baden gehen. Deswegen bin ich jetzt auch schon voll eingecremt hier gerade mit Sonnencreme, weil ich mir die letzten Tage immer von den Sonnenbrand geholt habe. Und die sollen extrem geil sein. Und Vanessa wollte sowieso die ganze Zeit mal schon auf so eine Liane schwingen, aber keine Ahnung, ob es hier gibt. Sehen wir dabei. Vanessa und ich sind in der Sunshine Coast und wir sind jetzt am Buchen für die Whitsundays, Fraser Island und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt halt zwei verschiedene Unternehmen halt angeschrieben jeweils. Und jetzt haben wir halt, wir wollen eigentlich mit Peter Pan buchen. Und mit denen haben wir schon die ganze Zeit geschrieben, aber die hatten halt 1,7% Credit Card Fee. Und die Preise sind halt schon über 1000 Dollar. Das heißt, es ist schon ordentlich, was da an Gebühren noch dazu kommt. Und bei einer anderen Unternehmen, was ich angeschrieben habe, die würden uns das halt erlassen. Jetzt habe ich nochmal Peter Pan angeschrieben, beziehungsweise angerufen. Die war schon voll pissig am Telefon, aber war uns ja eigentlich egal. Und jetzt haben sie halt plötzlich doch gesagt, ja, können wir machen, ihr müsst keine Credit Card Fee zahlen und wir können euch den gleichen Preis bieten. Deswegen an alle die, wo mit Peter Pan mal irgendwie buchen wollen oder sowas, nehmt nicht gleich den ersten Preis, sondern schaut euch doch woanders um. Ihr kriegt auf jeden Fall immer noch ein bisschen was Günstigeres. Leute, guten Morgen. Alter, ich fasse es gerade gar nicht. Wir sind gerade aufgestanden und Vanessa und ich haben uns für so einen Wettbewerb beworben, online für so einen Preis. Und also da geht es halt um Videokünstler, die halt aufschreiben und sowas. Beziehungsweise halt, was weiß ich was. Ich bin gerade ein bisschen nicht mehr auf jeden Fall und werde jetzt einfach für nominiert, Alter. Das ist richtig krass. Das ist, ich verlinke euch das alles mal. Vanessa und ich sind gerade voll heftig einfach nur. Hallo und willkommen hier aus Noosa. Vanessa und ich sind jetzt heute hier in dem kleinen Ort und klein ist ein bisschen untertrieben. Eigentlich ist es richtig groß, richtig touristisch. Hier sind richtig viele Bonzen, wenn man es tatsächlich so sagen kann. Die Häuser sind unfassbar krass. Es ist richtig schön und der Verkehr. Leute, ohne Witz, gell? Es ist abnormal, so viel Verkehr. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Bestimmt fast eine Stunde, um einen Parkplatz zu finden, ne? Es ist heute Montag und es ist noch nicht mal, ich glaube, wir sind ja um 10:30 oder so gewesen, wo wir gesucht haben nach Parkplätzen. Wir haben jetzt echt eine Stunde lang nach Parkplätzen gesucht und der Verkehr hier ist einfach nur unfassbar. Also hätten wir nicht gedacht, dass hier so viel los ist tatsächlich. Aber ja, es ist wie gesagt richtig schön hier. Wir schlendern jetzt einfach mal ein bisschen rum, ein bisschen am Strand, vielleicht ein bisschen was essen gehen zum Mittag. Schauen wir mal. Und
Vanessa und ich wurden vom Julius Award nominiert für unseren Kanal in der Kategorie Vlog, Vlog. Wir haben uns da damals beworben gehabt und wurden eben mit zwei anderen Kanälen noch nominiert. Der Julius Award ist ein Award für Kanäle, die einfach noch nicht so viele Abonnenten haben, um denen quasi ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Und wir sind einfach ultra stolz auch tatsächlich drauf, dass wir da nominiert worden sind, weil es einfach auch echt gute andere Kanäle gab, die nicht genommen worden sind. Und dementsprechend möchten wir uns hier auch an den Julius Award schon mal bedanken für die Nominierung. Wenn ihr das Video seht, das hat uns echt richtig, richtig krass gefreut. Wir konnten nur leider den Livestream nicht sehen, wo die Nominierung bekannt gegeben worden ist, weil es bei uns halt morgens war und wir hatten kein Internet. Nichtsdestotrotz, auch an euch Leute, wo es bei uns eh auf den Kanal schauen, danke, dass ihr die Videos von uns schaut. Und wir sind einfach echt richtig stolz drauf, dass wir jetzt für so einen Preis nominiert worden sind. Vielen Dank auf jeden Fall und schönen Abend noch, ne?